Fußball, das sind 22 Spieler, die 90 Minuten einem Ball nachjagen. Oder auch nicht. Manchmal reicht viel weniger, um für guten Fußball zu sorgen. Ein Ball, zwei Keeper und zwei Tore. Fertig ist das Konzept. 1 gegen 1. Minimalismus, der für maximale Spannung sorgt. Erstmals lud die Torwartschule des FC Hansa dazu ein, sich an jenem Spiel zu versuchen, das sich bei den Profis schon lange bewährt hat. Der Hintergedanke war, dass wir haben das mal im Trainingslager gespielt mit den Profis in der Türkei. Da waren wir 4 Torhüter und haben mal eine Einheit, sag ich mal, ausschließlich das gemacht. Und es hat den Jungs riesen Spaß gemacht. Wir binden das immer ins Training mit ein. Und von daher haben wir ganz einfach gesagt, das machen wir auch mal bei der Torwartschule. Und wie man sieht, mit 46 Anmeldungen ist das natürlich ja, eine Riesengeschichte jetzt erstmal. Und wenn man so die ersten Spiele sieht, macht es allen Teilnehmern bisher, so wie ich das gesehen habe, Riesenspaß. Ja. Wer zuerst 6 Tore im Kasten des Gegners versenkt, gewinnt. Einfacher gesagt als getan. Auf engstem Raum werden sämtliche Fertigkeiten abverlangt, die ein gutes Torwartspiel ausmachen. Die Bälle des Gegenübers müssen reflexartig abgewehrt werden und dann möglichst schnell zurück auf den Kasten des Gegners. Ohne Präzision, Schusskraft und gute Reaktionsfähigkeiten ist man aufgeschmissen. 2, die es wissen müssen, zeigten sich von den gezeigten Leistungen der Teilnehmer beeindruckt. Wir sind schon ein paar talentierte Jungs dabei, auch jetzt auch bei den Älteren, die jetzt hier im Hintergrund sind, die schon ganz gut sind. Wie man sieht, mittendrin stand nur dabei. Aber ich glaube, die hat der Stefan dann schon auch auf dem Zettel. Ich bin jetzt momentan hier in Anführungsstrichen nur bei den Älteren. Hier geht es schon richtig zur Sache halt, dass, wie gesagt, auf Großfeldtore gute Schussleistung, gute Torwartleistung. Wir haben auch gute Torhüter hier, auch aus anderen Nachwuchsleistungszentren, die ich gerade so gesehen habe. Von daher ist auf dem Feld hier ein recht hohes Niveau, ja. Im Turniermodus wurde ermittelt, wer sich zu den besten Torhütern seiner Altersklasse zählen darf. Die Gründe, sich beim 1 gegen 1 an diesem Nachmittag zu beweisen, waren dabei ganz unterschiedlich. Am liebsten noch Spaß haben. Ich glaube, es ist bei uns im Training auch immer eine Einheit gewesen, die allen Spaß gemacht hat, wo es auch dann teilweise richtig zur Sache geht. Ich würde sagen, dass vor allen Dingen beim Spiel ein bisschen Technik vor Kraft geht. Also wenn die Bälle platziert sind, wird es natürlich schwierig. Aber im Vordergrund steht natürlich der Spaß bei der Geschichte. Und für mich geht es ja darum, dass ich auch Spaß habe. Aber wäre natürlich auch gut, wenn ich den ersten oder den zweiten mache. Okay. Ehrgeiz, Spielspaß und Talent. So unterschiedlich die Motive für die Teilnahme beim ersten 1 gegen 1 auch gewesen sein mögen, am Ende vereinte alle die Leidenschaft zum FC Hansa.